Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich nehme euch mal wieder diese Woche mit und zeige euch, was so in meinem Leben passiert. Mal schauen, das ein oder andere ist schon in Planung, was euch vielleicht sogar interessieren könnte. Und ja, dann starten wir doch einfach mal an diesem wunderschönen Montagmorgen. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich starte hier im Schlafzimmer. Es ist eigentlich wunderschöner Sonnenschein. Eigentlich wären wir heute auf dem Geburtstag von meiner Schwiegermama und Ostermontagmäßig unterwegs, aber Schatzi ist krank und ich habe definitiv Nebenerscheinungen vom Abstillen. Das seht ihr auch, glaube ich, in jedem Vlog, dieses Outfit of the Day, ne? Das ist einfach der Klassiker. Und ja, ich habe hier wirklich so Kühlpacks drin. Das heißt, wir starten diesen Vlog mit Brustbergen, mit Wäschebergen und mit Paketbergen. In letzter Zeit nutze ich diese Seite der Kaffeemaschine deutlich häufiger, weil ich Salbei-Tee mir gönne bis zum geht nicht mehr. Das hier ist jetzt der Salbei-Honig, da brauche ich auch keinen Zucker oder sonst irgendwas drin. Den gibt es bei Aldi, also das ist quasi dieser hier. Während Julius nebenan den Schlaf der Gerechten schläft, widme ich mich ein bisschen der Arbeit. Ein YouTube-Video möchte gerne geschnitten werden. Und so sieht das dann immer aus. Hier habe ich dann mein Schneideprogramm offen. Also das Ausgangsmaterial hier sind 59 Minuten. Und dann gucken wir mal, auf welche Länge ich das nachher, upsala, ich war klein ein bisschen, musste die Hand wechseln, gekürzt bekomme. Dann habe ich hier Internet offen. Da habe ich einmal die Douglas Homepage, dann, dass ich quasi ja Affiliate-Links erstellen kann, dass ich da halt auch eine kleine ja, Verkaufsprovision dran verdiene. Hier habe ich dann den Link Kürzer, Bit.ly offen. Und hier habe ich dann mein E-Mail-Programm, weil in dem Video auch eine Kooperation sein wird und ich daraus die Informationen noch in das Video mit reinbinde. Werde. Und hier habe ich dann auch meine Excel-Tabelle mit den ganzen Produkten, wo auch hier die Formeln und so hinterlegt sind. Ne? Und da muss ich dann halt auch noch die Produkte, die ich jetzt neu gekauft habe, hinzufügen, damit sich hierdurch dann auch die Infobox entsprechend füllen kann. Mal gucken, wie lange ich heute brauche. 11 Uhr ist es ungefähr. Ziemlich genau eine halbe Stunde habe ich jetzt gebraucht, um die Links herauszusuchen und in die Tabelle einzufügen. Und ja, in dem Video gibt es eine Beautymates-Kooperation. Das gibt es ja einmal pro Monat bei mir. Und dann habe ich hier auch schon die Infos für die Infobox drin stehen. Und jetzt muss ich nur noch die Zeit eintragen, wann welches Produkt dann verwendet wird. Und dann wird sich das hier auch automatisch gezogen. Dann kann ich das rüber kopieren, sortieren und habe die Infobox fertig. Aber das hat schon mal eine halbe Stunde gedauert und jetzt muss ich schneiden. Für die Integration der Kooperation habe ich ungefähr ein Viertel Stunden gebraucht. Und ja, man muss halt einfach bedenken, ich habe dann erstmal 2 Minuten 30 quasi geschnitten. Und dafür habe ich ein Viertel Stunden gebraucht. Aber keine Sorge, der Rest wird wahrscheinlich etwas schneller gehen. Wir haben es 13.29 Uhr. Das Video ist jetzt auf 16.58 geschnitten. Da ist der Look. Und jetzt kann es rendern. So, das Video ist gerendert und wir haben jetzt schon Mittag gegessen. Jetzt ist es schon 14 Uhr und jetzt werde ich das Ganze zu YouTube importieren. Und nochmal eine halbe Stunde später haben wir jetzt das Thumbnail erstellt, die Infobox befüllt und das Video hier entsprechend hochgeladen. Außerdem habe ich das auch an Beautymates zur Freigabe geschickt und hoffe, dass alles soweit glatt läuft. Erstmal ein bisschen spazieren gehen, um den Kopf freizukriegen, weil wenn man dann bedenkt, dass aktuell der RPM, also das, was man quasi brutto pro 1000 Klicks in Anführungsstrichen verdient, bei ungefähr 9 Euro liegt, könnt ihr euch ja ausrechnen, was man dann für das Video entsprechend brutto verdient hat. Und davon die Hälfte ist dann ungefähr das, was netto ist. Ne? Und davon müssen auch noch Abgaben, egal, sehr viel abgezogen werden. Verrückt, ich sag's euch, aber so ist es halt. Da ist man dann einfach total glücklich, dass man eben Kooperationspartner hat, die einem das dann halt ermöglichen und dann ja auch in dem Sinne machen, dass das Ganze sich hier einfach noch lohnt, ne? Genau, ja. Sammy, was machst du da? Ach, schnüffeln. Genau, wie gesagt, wir sind gerade spazieren. Schatzi passt auf Julius auf, denn ja, Schatzi ist ja krank und Julius war eben noch am Schlafen. Eben habe ich noch ein weiteres Video geschnitten, also so Unboxings, die gehen zum Beispiel deutlich schneller. Und ja, aber gerade so Schminkvideos und wenn dann noch halt
ja, eine Integration oder so mit drin ist, eine Kooperation, ne, dann muss man halt immer so ein bisschen etwas mehr Zeit einplanen. Ja, genau, hier wurde einiges gefällt im Wald. Und das wollten wir uns nämlich mal angucken. Das kannst du mit Kinderwagen halt schlecht. Also wir wollten es angucken, genau. Ich wollte mir das eigentlich angucken. Ja, muss man aufpassen, dass einem hier nichts auf den Kopf fällt, ne? Heute ist ja der Tag der Haufen. Ich habe einen riesengroßen Holzhaufen gefunden. Leute, wenn es Duft YouTube geben würde, ne? Das riecht einfach himmlisch hier nach diesem ganzen Holz. Richtig, richtig cool. Sammy muss erstmal sagen, dass es jetzt sein Holzhaufen ist. Ja, man sieht, es ist große Wäsche angesagt. Verrückt irgendwie, denn ich habe jetzt ja über ein Jahr quasi meinen Körper nicht wirklich für mich gehabt, ne? Das heißt, ich habe ein Baby in meinem Bauch gehabt oder ich habe halt gestillt und habe dann immer wieder Rücksicht genommen und aufgepasst, also halt mit dem Rauchen aufgehört, kein Alkohol getrunken, was Medikamente angeht, aufgepasst und so weiter. Und jetzt habe ich aktuell, weil ich abstille, mega Schmerzen halt in meinen Brüsten, ne? Und den ganzen Tag über denke ich mir die ganze Zeit schon, ach komm, nee, solltest besser nicht noch eine Ibu oder irgendwie eine Schmerztablette oder sowas nehmen, ne? Tinnef. Wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich dagegen eine Tablette nehmen. Manchmal vergisst man sowas, ne? Und ihr seht in meinem Gesicht auch, dass ich ziemlich fertig bin. Es ist jetzt irgendwie 8 Uhr abends oder so. Was ist das? 7:45? Ja, viel geht heute nicht mehr. Ja, ein sehr schmerzhaftes Wochenende im Prinzip geht quasi zu Ende. Aber ja, das ist offensichtlich normal. Sollte es morgen immer noch ein bisschen verrückt sein, werde ich meine Frauenärztin mal anrufen und fragen, ob man da eventuell was machen kann. Aber mal schauen. So, jetzt erstmal dann was gegen die Schmerzen. Und dann diese Kühlpacks von Baby Dream, nee, Baby irgendwas. Baby Dream, doch, ne? Von Rossmann. Drauf machen und dann heute Abend entspannt duschen gehen und dann ins Bett. Ich sehe auch echt müde aus, sehe ich gerade im Display. Wow! Guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ja, machen wir uns mal ein bisschen zusammen fertig hier, ne? Die Sonne scheint und es verspricht, ein wundervoller Dienstag zu werden. Heute werden hoffentlich dann von DHL die ganzen, für heute Abend ist noch was drin, die ganzen Pakete abgeholt. Das sind die Verlosungspakete. Am Samstag habe ich schon die erste Hälfte mitgegeben. Das waren dann schon irgendwie 25, 30 Pakete und jetzt habe ich nochmal 21 sind das, glaube ich. Was ich gleich auf jeden Fall noch machen muss, ist die Ratspakete, Ratsbürgerpakete zu packen, genau. Denn bei mir auf dem Kanal kann man ja eine Mitgliedschaft abschließen, wenn man möchte und hat da entsprechende Vorteile. Und ja, als Ratsmitglied bekommt man eine monatliche Beautybox von mir mit einem sehr, sehr hohen Warenwert. Also da werden sich diejenigen, die die Box bekommen, auch, glaube ich, sehr drüber freuen. Denn ich habe mir da schon was Schönes überlegt. Das sind riesige Pakete. Heute ist quasi der Tag, wenn wir nichts im Kuchen können, kommt der Kuchen halt zu uns. Denn gestern hatte ja meine Schwiegermama Geburtstag und die kommt dienstags auch immer eigentlich so vorbei und ich habe mich mega gefreut, als sie sagte, ja, es ist schade, dass ihr nicht vorbeikommen könnt, aber ich komme ja morgen zu euch. Und ich so, Moment, ja geil, morgen ist Dienstag. Ah. Gestern Abend hatte ich mir übrigens spontan nochmal überlegt, 6 Wäschekörbe wegzufalten. Läuft bei mir. Trotzdem, dass ich so fertig war, meine Nägel habe ich auch ablackiert, habe ich mir einfach mal so ein bisschen Zeit am Tisch gegönnt und habe dann, ja, gefaltet. Und das habe ich eben alles weggeräumt,
sodass wir jetzt wieder volle Kleiderschränke haben und uns nicht mehr Gedanken machen müssen, oh mein Gott, was ziehe ich bloß an? Ein Blick in den Kleiderschrank genügt, wir haben genug da. So, Lichtschutzfaktor ist wichtig, Leute. Das ist wirklich super wichtig. Und ich weiß nicht, ob ich heute nach draußen gehe, beziehungsweise ob ich heute spazieren gehe. Ich plane, Sammys Haufen auf dem Rasen wegzumachen. Das mache ich dann ja offensichtlich draußen. Ansonsten vielleicht mit meiner Stiefmama, vor allem mit meiner Schwiegermama spazieren zu gehen. Müssen wir mal schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme. Dabei habe ich dann natürlich auch ein paar Klamotten aussortiert. Das ist halt immer so, wenn ich neue Sachen in meinen Schrank reinräume und nicht genug Bügel da sind, dann werden Klamotten aussortiert. Ich kann euch das ja gleich mal zeigen, was dann quasi mein Kleiderschrank verlassen wird. Manche Sachen, die ich aussortiere, wandern dann einfach woanders hin. Zum Beispiel ist das hier dann eher so Richtung Garten. Gut, das ist einfach ein alter Haarturban. Die Schürze musste einer anderen Schürze weichen, als ich die Vorratskammer ausgemistet habe. Dieses Teil ist wunderschön, mir aber leider zu klein. Ich habe das jetzt in der Nummer größer bestellt und in zwei Farben auch eine Nummer größer mit kurzen Ärmeln. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken, ist von Amazon, hat jetzt 16,99 € gekostet und im Hintergrund hören wir Alfred, also unseren Staubi. Auch das Shirt ist wunderschön, aber ich trage es einfach nicht. Von diesem Kleid liebe ich den Stoff. Habe das auch gerne getragen, so über Badeanzug oder Bikini oder so. Aber ich bin ehrlich, es ist mir zu kurz. Wohingegen mir dieser Pullover zu bollerig ist. Also das ist einfach, nee, finde ich nicht so nice. Ich wüsste nicht, außer zu Hause zum Chillen, wozu ich den anziehen sollte. Den Blazer finde ich irgendwie cool zu Weihnachten, aber irgendwie ist er halt auch ein bisschen drüber, ne? Also den müsste man theoretisch tragen, wenn er perfekt sitzt, nur mit einem BH drunter oder so, mit einem wunderschönen Dekolleté. Dazu eine schöne, enge, skinny, schwarze Fake-Leder-Gedönsenhose oder so, ne? Ja, dazu wird es gut aussehen, aber ist nicht mein Stil. Diverse Schlafanzüge habe ich auch noch aussortiert. Diese Hose habe ich geliebt, sie ist maximal verwaschen. In diesem Schlafanzug schwitze ich wie ein Schwein. Hier sind wir mal wieder bei, das ist mir eine zu kurze Schlafanzughose. Das ist ja echt nur so ein Höschen, ne? Da sieht man ja wirklich jede Pobacke. Das ist leider eingelaufen. Da ist mir der Stoff als Schlafshirt leider viel zu hart. Dieses T-Shirt hat es hinter sich, habe ich als Schlafshirt genutzt und ist super verwaschen. Und die Crocs wandern in den Garten. Immer wieder befreiend, wenn man sieht, dass man so eine komplette große Tüte aussortiert hat. Tada! Outfit of the day. Ja, ein Kleidchen. Ne? Weil draußen ist schön sonnig, aber trotzdem noch langarm, weil so warm ist nicht. Selbstverständlich diese Schuhe und wunderschöne Söckchen dazu. Meine Mama hat letztens, jetzt am Freitag war das, wahre Worte gesprochen. Haushalt ist schon ziemlich demotivierend. Saubere Wäsche wird wieder schmutzig. Gewischte und gesaugte Böden werden wieder dreckig. Ordnung wird unordentlich, aber trotzdem muss es irgendwie gemacht werden, ne? So eine weise Frau. Heute ist Sprachgammeltag. Auch das, ja. Schatzis Oma-Tag, genau. Und da sind Sammy und Julius jetzt mit der Oma, also mit meiner Schwiegermama und ihrem Lebensgefährten spazieren. Und das hat aber gerade ein bisschen an der Tür geklingelt, sodass ich euch ein bisschen was zeigen kann von Amazon. Und von DHL habe ich was bekommen. Beziehungsweise, ja, also das habe ich von Amazon bestellt. Das ist jetzt Größe 74. Wir haben die auch in 68, in 62, in 56. Also wir hatten die schon in vielen verschiedenen Größen und auch mit verschiedenen Mustern. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Bodies, Strampler. Wobei die hier doch sehr groß aussehen. Das ist jetzt, wie gesagt, Größe 74, ne? Und ja, fand ich auch ganz knuffig. Hello World, Mommy's New Man. Ist das nicht süß mit dieser süßen Schleife? Ja, okay. Little Bro, also ist ja der kleine Bruder von Sammy, ne? Aber so groß ist Julius noch nicht. Wahrscheinlich darf das noch ein paar Mal einlaufen, um das so zu sagen. Aber besser haben als brauchen. Und hier haben wir meine Bestellung von Look Fantastic. Da habe ich mir ein paar Produkte aussuchen dürfen. Ein paar Produkte habe ich mir dazu bestellt. Ich meine, wie unfassbar cool ist bitteschön dieser Clip von Invisibubble. Nicht nur von der Form, sondern auch vom Namen her. Das Ding heißt tatsächlich Claudia.
musste ich haben, war klar, ne? Und ja, ansonsten habe ich mir ein paar Neuheiten bestellt. Die Retro Glam Palette von Natasha Denona ist nicht mehr ganz so neu, aber ich habe sie noch nicht und ich wollte sie mal ausprobieren. Eine Foundation, Puder, ein Primer, eine Face Palette und da schminke ich euch demnächst mal ein Full Face mit, dass ihr dann auch die Neuheiten von Look Fantastic oder die Neuheiten, die es bei Look Fantastic zu kaufen gibt, sehen könnt. Und irgendwie gab es auch zu dieser Bestellung eine Box mit dazu. Heute gibt es Bärlauch-Fettuccine mit Chicken Bites. Ja, einen Schönheitspreis gewinne ich jetzt nicht mit dem Outfit of the Day, aber ich finde es oben sehr, sehr hübsch. Und da ich heute vielleicht das ein oder andere Video drehen werde, ist es ganz schön. Das ist von Haute Couture, von Tamtam Beauty. Genau, und untenrum Leggings, ne? Also das Übliche. Oben hui, unten fui. Läuft. Wir haben morgen Mädelsabend und da wir morgen Handwerker im Haus haben und ich dann nicht so gut nach oben komme, habe ich jetzt schon mal meine Päckchen für die Mädels zusammengepackt. Da frage ich dann immer in der Mädelsgruppe, was die Mädels so brauchen und dann stelle ich das so zusammen. Ja, ich freue mich immer voll. Und ja, genau, morgen ist Mädelsabend. Da freue ich mich noch viel, 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 viel mehr drauf. Und ja, da vorne hängen noch Socken. Die muss ich noch weghängen. Dann drehen wir mal ein bisschen durch, ne? Sammy wurde schon mit Futter und einem Spieli nach oben gelockt. Ich habe ein bisschen was auf meinem Tisch stehen, Kaffee, super wichtig. Meine Bücher, Leute, gönnt sie euch. Hallo Mr. Bauchi, mein Schwangerschaftstagebuch hoch. Und Sammy endlich ankommt. Das ist das fiktive Buch über die 2 Jahre von Sammy in Bosnien. Der kommt ja von der Straße. Also schaut im Pelletier Verlag vorbei, wenn ihr möchtet. Und dort gibt es halt auch noch super viele andere weitere Sachen und ja, Karten, andere Bücher, Tassen und so weiter. Also ne, schaut gerne mal dort vorbei. Das möchte ich natürlich auch noch mal nicht unerwähnt lassen. Genau. Schnüff, schnüff. Sammy hat lecker aufgegessen und verlangt nach mehr. Oh, ich kann nicht aufhören, seine Ohren zu kraulen. Hier ist das Display, was ich sehe, wenn ich euch sehe quasi. Die Kamera, mein Setup, Sammy ist am Start. Und so sieht das dann halt bei mir immer aus. Ein bisschen Licht, ein bisschen tolle Produkte, ein Käffchen, ein Getränk, etwas zum Verlosen. Ein Hund, der mir seine Pfote geben möchte. Oh, Mausi, Frauchen hat dich lieb. Ja, natürlich hat Frauchen dich lieb. Und wenn Frauchen sich geschminkt hat, dann gehen wir zusammen tighter. Denn es ist jetzt 14.33 Uhr. Ah, vielleicht gehen wir auch nicht tighter, weil es draußen immer noch regnet. Oh Maus, es tut mir so leid. Oh, ja. Du darfst hier aber sitzen bleiben. Und du kriegst gleich auch noch Leckerlis. Ist das okay? Stopfen wir den Hund einfach mal mit Liebe von innen voll. Danke für dein Vertrauen. Wenn ein Hund dir den Popo entgegenstreckt, damit du ihn krauen kannst, dann ist das ein großer Vertrauensbeweis. Hm, genau. Und das macht Sammy. Ja. Und er leckt meine Hand. Oh, du hast Frauchen lieb. Frauchen hat dich auch lieb. Ja, ja, ja. Und so schaut dann der Look aus, der daraus entstanden ist. Ich bin begeistert. Das sieht voll gut aus und ihr steht quasi gerade im Tageslicht. Das heißt, ihr könnt mich wirklich ganz intensiv jetzt sehen. Ja, und die Sonne ist tatsächlich auch gerade rausgekommen. Wow! Meine Güte, das genießen wir. Ich gehe hier gerade den Weg runter. Ich habe da hinten schon gesehen, dass hier ganz schön viele Hunde gerade im Wald sind. Also zum einen ist gerade auch so Feierabendstimmung. Deswegen glaube ich, dass viele jetzt so den Feierabend nutzen, um noch mal eine Runde zu gehen. Das ist ja auch immer dafür prädestiniert. Und ja, dann ist halt jetzt endlich Sonne und alle kommen rausgeströmt. Das liebe ich einfach. Und da bin ich auch immer sehr dankbar, dass Sammy ein so sozialer Hund ist. Der kann halt super mit anderen Hunden. Der geht immer hin, schnuppert, sagt kurz Hallo quasi, ne? Und geht dann weiter. Die anderen Hunde wollen dann eigentlich immer spielen und er so, nö, ciao. Einfach 5 Minuten, nachdem wir zu Hause sind, Weltuntergang. Ob wir das wohl perfekt abgepasst haben, Sammy? Kennt ihr das auch? Ihr seid eigentlich den ganzen Tag zu Hause. Und wenn ihr nicht zu Hause seid, Entschuldigung, dass ich Randale mache, ist trotzdem ja jemand zu Hause, also Schatzi war ja zu Hause. Und dann guckt ihr heute Abend in euer E-Mail-Postfach und seht, angeblich konnte DHL diverse Pakete nicht zustellen. DHL hat eine Abstellgenehmigung bei mir. DHL hat überhaupt nicht die Pakete versucht auszuliefern, weil die sicherlich einfach Personalmangel hatten mal wieder und deswegen nicht dazu gekommen sind. Und das finde ich einfach frech, ne? Oh,
Heute sollte nämlich eigentlich die Degusta-Box unter anderem zugestellt werden und dann noch diverse weitere Sachen. Also zum Beispiel von Purish habe ich ja auch die Box von Contra Junkie bestellt. Warum mache ich so? Keine Ahnung. Morgen 8:30 kommen die Handwerker vorbei, die Maler, die dann oben das Ganze tapezieren und streichen und so weiter, weil ich einfach gesagt habe, ich habe da keine Zeit für, ich hätte es sonst super gerne gemacht, aber es ist auch einfach eine riesige Fläche. Oh, heute, 12. April, ist Julius 5 Monate alt. Das ist der Wahnsinn, wie die Zeit rennt und was der alles schon kann, Leute. Das ist so schön. Und ach, ich bin so stolz auf diesen kleinen, auf dieses kleine süße Wesen, was einfach vor kurzem gefühlt noch in mir drin war, in meinem Bauch war. Und jetzt kann er schon so viel alleine. Und wenn er die Flasche nimmt, dann hält er die auch selber fest. Das sieht immer so süß aus mit seinen kleinen Händchen und so. Anfangs war alles ein bisschen schwieriger bei mir, aber jetzt mittlerweile, ich bin so froh, wie alles ist. Und ja, jetzt kommen auch schon bald Zähnchen, denke ich mal. Also so wie der auf allem rumkaut, auf seiner Giraffe und hast du nicht gesehen, kommen sehr bald Zähnchen. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. Es ist Donnerstag und das ist mein Outfit of the Day. Ja, meine Mom ist im Urlaub. Deswegen kommt sie heute leider nicht vorbei. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, genau. Schick, oder? Ich finde, dass ich mich schick gemacht habe. Aber es liegt auch daran, dass tatsächlich heute Abend Mädelsabend angesagt ist. Und vielleicht überlebt dieses Outfit ja auch tatsächlich. Tatsächlich. Man weiß es nicht. Oben ist der Maler Antoch, was ich richtig gut finde. Der kam auch eben runter und hat auch gesagt, dass er tatsächlich... Warum sage ich dieses Wort so häufig? Lieblingswort, okay. Dass er auch wirklich schneller durchkommt als erwartet, was richtig, richtig cool ist. Und er wird ungefähr eine Woche brauchen, dann ist er oben durch. Und dann können wir theoretisch oben schon anfangen, Sachen reinzustellen und da halt Wohnraum rauszumachen oder was auch immer. Claudis Weltlager ist ja sowieso da in Planung und eine kleine Küche haben wir da auch eingeplant, dass ich da vielleicht mal ein Käffchen kochen kann oder wie Schatzi sagte, dass man sich da auch mal hinsetzen kann, um Gäste zu empfangen für Claudis Welt. Manchmal hat er auch echt, ne, ist der Witzig unterwegs. Ja, genau. Manchmal hat er auch einen kleinen Vogel, genau das wollte ich sagen. Ja, Julius ist ein bisschen aufgedreht, weil wir heute sehr, sehr früh aufgestanden sind, weil ja auch die Handwerker etwas eher gekommen sind. Ja, deswegen ist er jetzt um 22:45 hundemüde und nur am Rumblödeln. Ich glaube, er wird jetzt einfach mal einen vorgezogenen Mittagsschlaf machen dürfen. Okay, ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, dass ich nicht heule hier vor Freude, ne? Weil der Maler war jetzt einfach nur kurz in Anführungsstrichen da, also nur ein Vormittag. Und das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Und ihr macht euch keine Vorstellung, wie lange wir einfach schon hier dieses... Doch, ihr macht euch Vorstellung. Ich habe das ja auch auf YouTube immer mal wieder erwähnt, dass die Mieter ausgezogen sind und wir uns noch oben kümmern müssen und so weiter. Ne? Es geht hier einfach voran. Ich bin so happy. Also das ist einmal dieser große Raum... Und dann hier auch nochmal dieser Raum. Ich meine, die Decke hat Schatzi gemacht. Das hat er mit so einem Sprühgerät von Wagner gemacht. Das kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das haben wir auch verwendet. Wow. Bei mir im YouTube-Zimmer. Das waren halt einfach dunkle Decken. Ne? Und die kannst du einfach übersprühen. Also abwaschen, übersprühen. Und dann hast du es halt weiß. Dann ist es halt, dann musst du die nicht komplett neu machen. Aber Leute, ey. So, haben wir uns dann mal so langsam emotional etwas beruhigt. Oh Mann, ja, ich weiß auch nicht, ich war so einfach glücklich und das habe ich auch mit meinem Freund geteilt und der hat auch geschrieben, krass, Wahnsinn, also ich hatte ihm die Fotos nämlich geschickt. Ja, ich mache mich jetzt ein bisschen fertig, weil es ist ja gleich Mädelsabend und Sammy mümmelt da hinten ein bisschen was, Julius liegt hier neben mir quasi auf so einem, habe ich euch ja schon gezeigt im Laufe, auf diesem Puzzle-Vieh habe ich hier auch oben was hingepuzzelt, ist ganz praktisch, kann man wirklich überall im Haus dann ja gefühlt verteilen, ne? Hat er auch hier so einen Spielbogen, aber eigentlich beobachtet er gerade Sammy beim Fressen. Das ist für ihn so
am coolsten. Und das finde ich einfach so großartig, dass die beiden voneinander so fasziniert sind. Eben kam Sammy auch zu Julius und hat auch an ihm geschnuppert und auch so an seinem Gesicht. Und das hat Julius so gekitzelt und er hat sich total kaputt gelacht. Und jetzt fange ich gleich schon wieder an zu heulen. Wow. Tja, zack, kommt Schatzi von der Arbeit wieder und klaut mir den kleinen Mann hier weg. Aber gerecht aufgeteilt, Sammy und ich sind jetzt hier oben, Schatzi und Julius sind unten. Jetzt ist aber dunkel geworden. Alexa, Studio an. Okay. Naja, ich wollte euch nämlich meinen wunderschönen Look zeigen. Ich habe mich mit der Danissa Myricks Palette geschminkt. Das ist ein Lidschatten, aber Duochrome halt, ne? Mega krass. Feier ich total. Und ja, jetzt habe ich noch die ein oder andere Nachricht bekommen, dass da meine Mädels noch ein bisschen was brauchen. Das stelle ich jetzt noch zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich die Grabbelkiste mitnehme, weil eigentlich sind wir heute tatsächlich, ja, in einem Lokal. Aber das hat uns bislang auch nicht davon abgehalten, ne? Läuft bei mir. Sachen sind vorbereitet. Sammy möchte mich jetzt auch nochmal verabschieden. Sehr freundlich von ihm. Ja, Herrchen gibt dir gleich dein Abendbrot. Du willst doch bestimmt nur Jammer haben. Ja, und Liebe. Na gut. Ich sag Herrchen Bescheid, der gibt dir gleich dein Nassfutter. Alles gut. So, Mädelsabend. Go, go, go. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you mein Friday, it's Friday, Outfit of the day. Sammy, der Hund meines Lebens. Ja, der jetzt gleich wahrscheinlich meine schöne schwarze Leggings wieder weiß machen wird, ne? Ja, chilliger Pulli, definitiv, weil muss einfach mal sein. Und ja. Mausi, was planst du denn schon wieder? Der Handwerker ist oben fleißig. Gleich kommt mein Papa auch vorbei, um da zu helfen, die Decke zu tapezieren, weil mein Papa ist einfach ein Riese und der braucht keine Leiter, um die Tapete hochzuhalten. Und das ist übrigens, was bei einem gelungenen Mädelsabend dann überbleibt. Die habt ihr gesehen, ne? Das ist echt krass. Ja, aber eine Tüte war auch voll mit Goodieboxen, die ich an eine Freundin geschenkt habe, die das für den Kindergarten mitnimmt. Also von daher. Ja, Sammy ist gerade etwas schmusebedürftig. Was natürlich etwas doof ist, weil jetzt habe ich gerade meine Leggings frisch angezogen. Egal. Egal, kleiner Mann. Egal. Dann kriege ich gleich nochmal einen Hund. Selbstbaukasten an meine Leggings. Und da war der Osterhase nochmal bei uns. Ich liebe diese Rasselsöckchen. Da haben wir auch schon welche vorne und die sind so toll. Ja, und Julius feiert die auch total, ne? Also sowas animiert die Babys halt mega, ihre Füßchen anzufassen. Eine schöne Kerze. Ich glaube, ein Knisterdocht ist da sogar dran. Süßigkeiten gehen natürlich immer. Und das kleine Ensemble mit großem Hasen und Babyhasen, das ist so niedlich. Ja, ja. Aber da ist ja noch ein Hase drin. Also wir haben hier quasi eine Hasenfamilie. Quasi, das ist Schatzi, das ist Julius und das bin ich. Ja. Und du, Sammy, wo bist du? Ja, das ist ja auch noch ein kleiner Hase. Ja, ja, Sammy, du bist auch mit dabei. Und jetzt wird Frauchen die Küche machen, denn da vorne stehen noch Sachen. Und die Spülmaschine muss ausgeräumt werden. Und Julius beobachtet mich von hier aus, von seinem Stühlchen. Julius und ich sind einkaufen und ja, jetzt holen wir auch noch halbe Hähnchen, weil, ja, Papa ist da, der Handwerker ist da. Und dann habe ich mir gedacht, komm, gib's immer einen aus. Und weil ich einfach Bock auf Hähnchen hatte. Seien wir mal ehrlich. Traditionell bei uns in der Familie gibt's diese halben Hähnchen mit Apfelmus. Ja, der Maler hat sich einfach nur eine Pommes bestellt. Wir stehen übrigens neben Willi. Und ist das nicht mal ein geiles Auto? Wahnsinn. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen dunkel aussieht, egal, ich mache jetzt mal so einen kleinen Food-Haul zwischendurch. Ja, zuallererst habe ich ein bisschen was von diesen Getränken geholt, ISO, ne? Normalerweise haben wir ja den Soda-Stream, aber wir haben jetzt ja, wie gesagt, auch gerade oben Handwerker und so und da habe ich gedacht, komm, bringst du mal sowas mit, dann auch hier, das mag mein Freund einfach super gerne, Vitamals, Bier wird ganz schön teuer, ne? Dann habe ich hier Windeln mitgenommen, die Dreier, die verträgt Julius mit am besten, beziehungsweise da läuft am wenigsten aus. Chips habe ich mitgenommen, einmal
ungarische von Funny Frisch. Dann waren die Camembert auch irgendwie reduziert. Das fand ich auch ganz cool. Die mag Schatzi auch ganz gerne. Pringles Sweet Paprika. Da habe ich erst überlegt, ob ich ihm davon einfach 3 Packungen mitbringe. Dann gab es für Sammy, und das können wir gleich auch mal direkt ausprobieren, denn der kleine Mann sitzt hier, von Romeo so ein Geschirr. Und das habe ich in der Größe L mitgenommen. Sammy hat zwar ein Geschirr, aber so hat er quasi ein Wechselgeschirr. Und dann können wir eins mal in der Wäsche packen und das andere hat er dann an. Gerade wenn es jetzt auch so das Frühjahrswetter ist, ne, dann hast du auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal ein bisschen Regen. Ja, sitzt, wackelt und hat Luft, ne? Gefällt dir dein neues Outfit? Ja, tschüss. Und er so, Fräuchen spazieren gehen? Hallo? Jetzt vielleicht? Die Sonne scheint? Dann habe ich mitgenommen für heute Abend Brötchen. Dann Hundekackbeutel habe ich mitgenommen. Da war auch ein Spender mit dabei, den wir jetzt so nicht brauchen. Aber die Beutel brauchte ich tatsächlich. Da war ich ziemlich froh, dass sie das jetzt gerade in der Aktion hatten. Ich habe eigentlich 4 Berliner mitgenommen, weil ich dachte, mein Papa und meine Stiefmama sind noch da. Die sind jetzt leider nach dem Mittagessen nicht mehr da. Mal gucken. Dann habe ich allerhand Schokolade mitgenommen. ich weiß, die sind eigentlich gar nicht so super gesund, aber wir trinken die halt ab und an mal ganz gerne. Das sind einfach diese Smoothies, ne? Die habe ich jetzt auch gekauft. 8-mal. Dann habe ich hier Eier mitgenommen. Das waren, glaube ich, die einzigen, die noch wirklich da waren. Ich mag immer lieber, diese kleinen Packungen mitzunehmen. Dann gab es so kleine Söckchen. Ja, die mussten auch mit, waren reduziert. Dann habe ich Joghurt für Schatzi mitgenommen. Das ist einmal dieser griechische Joghurt mit Honig. Dann habe ich für mich mitgenommen diesen Fruchtjoghurt mit Waldfrucht. Und dann habe ich noch für mich mitgenommen dieses unglaublich unfassbar leckere Müsli, was ich morgens immer esse. Wichtig hier mit Rosinen, Nüssen und Mandeln. Und das ist mein Einkauf gewesen und ich glaube, ich habe 81 Euro bezahlt. Wow. Frisch eingetroffen und dementsprechend dann fürs Wochenende meine To-Dos zum Film. Einmal die Pam-Box, die Degusta-Box und von Rituals habe ich mir was bestellt. Einmal diesen Summer of Joy-Kalender quasi. Das ist so eine Art Countdown für zum Urlaub oder so. Und dann gab es gratis dazu diese Laundry Deluxe Range. Und hier auch noch, dann habe ich mir dieses Duschgel für Männer ausgesucht. Und hier haben mein Papa und der Maler heute sehr viel tapeziert, sehr, sehr viel. Der Wahnsinn. Also das ist halt auch nicht einfach, ne? Diese ganzen Schrägen und so. Aber gut, das ist ein Mann vom Fach. Und dann haben die das einfach mal so dran gezimmert. Und morgen geht's hier weiter. Während Sammy gerade hier so sich einen Snack wegsnackt, habe ich mich im YouTube-Zimmer eingefunden. Und wenn ich so, ja, was drehe, sei es Reels, Shorts, Videos oder sonst irgendwas, versuche ich das immer effizient zu gestalten. Das heißt, ich baue mir dann auch wirklich was drumherum. Also, dass quasi ich nicht nur für dass ich nicht nur eine Sache mache, sondern am besten 3 Sachen gleichzeitig. Das ist immer so mein Plan. Heißt, ich habe hier sowieso aktuell am Laufen meinen Foundation-Test. Da teste ich, das ist jetzt gerade das Letzte, was ich damit einbinde, diese beiden Puder-Foundations gegeneinander. Da bin ich auch super gespannt und das habe ich mir bis zum Ende aufgehoben. Das Video kommt online, wenn ich in Malaga bin mit Dalton zusammen. Und da könnt ihr tatsächlich jetzt schon mal den Produktfragebogen machen, denn ihr wisst, ne, wenn ich in Malaga bin, dann läuft wahrscheinlich da noch ein bisschen was. Also schaut euch das schon mal um, macht euch da vielleicht schon mal so eine Wishlist und gegebenenfalls diesen Produktfragebogen, dass ihr schon mal die Hautanalyse macht und so weiter. Naja, dann habe ich hier ein Getränk stehen, läuft, bin dort im Spiegel zu sehen. Sammy kommt ja auch schon um die Ecke und sagt guten Tag, scheinbar fertig mit Essen. Dann möchte ich gerne noch ein Short und Reel über diese Palette machen und auch einen Mascara-Vergleich von den beiden zu Eva-Mascaras. Und vielleicht, wenn ich es dann noch schaffe, werde ich mit dem Look, den ich dann geschminkt habe, wie auch immer er dann aussehen wird, das sehen wir ja dann, noch das, was ich euch eben gezeigt habe, abfilmen können. Vielleicht Unboxing-technisch, ne? Die Pam-Box und das ist gerade richtig hardcore. Da sehen wir
meine aufgebrauchten Produkte. Das hier sind so Schminkis, die ich schon einsortiert habe. Da haben wir meine Flop-Produkte drin. Das Ding ist mal ausnahmsweise leer. Das sind meine ganzen Pflegeprodukte. Hier ist Buchhaltung, da sind Kooperationssachen und da sind tatsächlich jetzt ein bisschen Fanpost auch noch mit drin, die ich noch in die Ablage packen werde, also in entsprechende Ordner. Das ist Krümpelkram, da ist Müll, dies, das, Ananas. Dann habe ich hier noch so ein Vieh stehen, wenn es hier mal super warm wird, aber das ist jetzt ja, doch, könnte ja wahrscheinlich schon im Mai passieren. Hatte ich letztes Jahr im Mai ja auch schon machen müssen, ne? Ja, halt Belüftung, dass mein gelber Sack läuft. Ja, eine kleine Roomtour hier mal zwischendrin, ne? Meine Lidschattenpaletten, dann die Goodieboxen als Aufbewahrung, Facepaletten und so und so und so und Kram. Genau, ja. So und so und Kram. Läuft. Sodele, das Foundation-Test-Video ist im Kasten. Das Reel zu dem Augenlook sowie, ach, Short, Entschuldigung, sowie auch zu Mascaras habe ich gemacht, aber eine andere Mascara habe ich verwendet. Nicht das, was ich vorher geplant hatte. Ja, jetzt werde ich einmal kurz einen Abstecher nach unten machen und gucken, was Schatzi und Julius da so treiben. Und dann werde ich wahrscheinlich nochmal hochkommen und das ein oder andere Video drehen. Ja, das war doch schon mal produktiv. Ich freue mich sehr, dass ich heute so einen produktiven Tag habe, Leute. Sammy ist auch hart produktiv heute, ne? Liegt gekonnt in der Gegend rum, streckt sich, reckt sich, genießt sein Leben, war schon mit uns spazieren heute. Hund müsste man sein, oder? Sammy, müsste man Hund sein? Was meinst du? Ist ein Hundeleben toll? Ja, ne? Ein Hund sein ist toll. Oh, Captain Wackelohr. Nüt, 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 nüt. Frauchen, nicht Blödsinn machen. Kraulen. Kraulen, 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 kraulen. Bauchig kraulen. Ja, oh. Bauchig kraulen. Bauchig kraulen. Fleißiges Bienchen war am Start. Die Pambox habe ich abgefilmt. Die Degusterbox habe ich abgefilmt. Den Revolution-Kalender habe ich abgefilmt. Mein Flop-Video, Aussortiert-Video habe ich abgefilmt. Oh. Mein Outfit of the Day hat schon so ein bisschen was von Robin Hood, oder? Aber ich glaube, das liegt irgendwie an allem, was ich anhabe tatsächlich. Genau, an der grünen Leggings, an diesem Lederimitatrock und auch an diesem Puffding weiß. Irgendwie hat das was. Na ja. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Gerade ist auch noch mal die Tarotbox eingetroffen. Die haben wohl ein neues Format von der Box. Da werde ich dann auch mal heute oder vielleicht morgen ein Unboxing zu drehen. Ja, ansonsten werden wir uns gleich auf den Weg machen. Das ist mein Speedy Make-up of the Day. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Das ging relativ zügig. Ich muss aber noch schneller werden, denn für ein bestimmtes Video habe ich eine ganz besondere Challenge vor mir. Und zwar mein Make-up tatsächlich in 15 Minuten zu schaffen. Da muss ich noch ein bisschen reduzieren. Aber so ist es schon mal echt, also richtig gut geworden. Richtig, richtig gut. Bis auf den Bronzer und den Blush. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht so gut. Da habe ich den Blush eben auch aussortiert. Das seht ihr dann demnächst mal im Flop-Video. Aber die Foundation ist von Manhattan eine. Richtig, richtig gut. Gut. Und ja, so sieht dann mein Kopf of the Day aus. Zunächst. Und dann werde ich mich jetzt mal umziehen, noch ein paar Sachen zusammenpacken für Julius halt und dann werden wir auf einen Geburtstag fahren. Wattenschiedwetter. Wir sind jetzt auf dem Weg, um zu meinem Schwippschwager quasi zu fahren. Ja, mittlerweile reist man doch echt mit ganz schön viel Gepäck. Julius hat Schlick auf, der kleine Mann. Und ja, dann gucken wir mal, was es gleich zu essen gibt. Kuchen, 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 Kuchen wahrscheinlich. Es ist einfach so ungemütlich kalt draußen, deswegen hat Schatzi jetzt mal den Kamin angemacht, wo wir wieder zu Hause sind. Und dann können wir so ein bisschen die Wärme vom Feuer genießen. In unserer Abwesenheit ist DHL vorbeigekommen. Da habe ich einmal Nachschub von Yepoda bekommen, dann von Bayana Beauty, das ist auch für ein Video. Und genau. Und dann ist der Frühling eingezogen. Ich habe bei Amazon so Sachen bestellt. Das habt ihr auch schon öfters an mir gesehen, ne? Das ist so ein mintgrünes Blüschen irgendwie. Die Farbe wird nicht so ganz eingefangen. Da sieht man es vielleicht ein bisschen, aber das habt ihr schon ganz oft gesehen. Ja, ganz, ganz toll. Habe ich mir, wie gesagt, nachbestellt. Sonntags-Outfit of the Day. Also ich finde, dass dieser Baummix im Prinzip immer geht. Ich habe jetzt hier nur was übergeworfen. Ist ja eigentlich so ein langärmeliges, eigentlich grünes Oberteil, was jetzt in der Kamera etwas anders rüberkommt. Also quasi die Baumkrone. Dann haben wir hier den Baumstamm. Irgendwas Schwarzes, das passt nicht so ganz, okay. Aber dann diese moosigen... Der moosige Grund des Baums läuft bei mir, ne? Und natürlich die Söckchen von Corinne, genau. Meinem Schatz und mir passen die natürlich noch. Julius ist mittlerweile leider rausgewachsen. Schmuck trage ich mal wieder von Mein Punkt, ne? Da könnt ihr ja mit dem Code Claudi223 die Produkte versandkostenfrei bekommen. Jetzt starte ich auch in den Tag. Schatzi wollte nachher in den Garten, ich wollte nachher nach oben. Vorher werde ich einmal noch ein bisschen Wäsche waschen. Und ja, es ist Sonntag und trotzdem sind wir am Wuseln. Siehste wohl, Alfred ist auch fertig mit seiner Tour. Puh, ich habe schon 3 Videos geschnitten. Das 4. bin ich gerade dabei zu schneiden. Am 3. bin ich gerade dabei. Und jetzt so langsam kriege ich viereckige Augen. Ne? Ich habe halt mal die Brille abgenommen. Ich glaube, dass ich mir mal Schatzi, Sammy und Julius schnappe und dann gehen wir mal draußen ein bisschen spazieren. Die Sonne ist nämlich doch noch rausgekommen und das ist schon mal eine ganz gute Geschichte. Die Waschmaschine ist natürlich auch permanent am Durchlaufen und ich würde sagen, frische Luft schadet uns definitiv nicht. Sage Lütken, spazieren gehen tat richtig, richtig gut, aber jetzt ja, bin ich wieder hier oben, bin mit Sammy hier hochgegangen, denn jetzt mache ich noch ein paar Videos und das Ganze startet erstmal mit einem Schminki. Wie spät haben wir es? 17.37 Uhr. Ja, ein produktiver Sonntag tatsächlich. Und ich bin jetzt auch in einer weiteren Trash-Gruppe drin, was richtig cool ist. Also ja, da könnt ihr euch dann auch drauf freuen, dass demnächst dann noch einiges online kommt. Da habe ich nämlich jetzt gerade noch die Zusage bekommen. Freue mich mega. Also super viele... super viele ist gut, da sind gar nicht so viele drin, aber die meisten von denen, die in der Gruppe drin sind, kenne ich tatsächlich auch schon eine ganze Weile und deswegen freue ich mich mega darüber, dass ich aufgenommen wurde. Ja, seid gespannt und behaltet diesen Kanal im Auge. Jetzt habe ich 2 Videos gedreht. Einmal das Schminki, das ist für das Hashtag Ungeschönt-Format. Das habt ihr dann wahrscheinlich sogar schon gesehen. Und dann habe ich auch noch die Tarotbox abgedreht und
Ja, dann werde ich mich jetzt gleich nach unten begeben und wahrscheinlich ein bisschen couchen. Ich denke, dass somit der Tag dann auch durch sein sollte und dementsprechend halt auch irgendwie der Vlog, ne? Es tut mir leid, dass ich ihn schon wieder beenden muss, aber wahrscheinlich ist er gar nicht mal so kurz geworden. aber ich vlogge auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich dann auch unterwegs mit Dalton bin auf Malaga, dann könnt ihr dann mit dabei sein in Malaga. Ich denke die ganze Zeit nicht dran, dass Malaga keine Insel ist, deswegen sage ich immer auf Malaga. Aber nein, es ist eine Stadt an der Küste von Südspanien, glaube ich, ne? Ja, ich freue mich sehr. Genau, da kommt der nächste Vlog dann auf jeden Fall drüber. Und dann muss ich mal schauen, ob ich dann... Doch, da kann ich ja theoretisch von Montag bis Sonntag vloggen und fange dann den Vlog zu Hause an. Dann nehme ich euch auch ein bisschen mit dem Kofferpacken mit. Ich glaube, das kommt ganz gut, oder? Jo, freut euch drauf. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen und dem Vlog aus dieser Woche. Es ist halt immer, wie es ist, ne? Es ist halt der reale Alltag von mir. Da passiert jetzt nicht so die Mega-Welt, aber es ist halt normal, würde ich sagen. Ich arbeite, ich lebe, ich liebe... Und ich genieße auch ab und an mal. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Und ja, wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier, glaube ich, meine ganzen Vlogs mal. Also hier so meinen neuesten Upload. Hier noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!